Bananen für alle. Heute und vor 100 Jahren ist der 11.11.2017 und wir haben die 74. Folge. Ich bin Silke und finde, Bananen gehören ins Grundgesetz. Jeder hat ein Recht auf Bananen. Lasst uns eine Bananenpartei gründen. Anfragen bitte an steffen@vor100.de. 11. November 1917. Das Wetter wird freundlicher. Bei 10 Grad regnet es kaum. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben den 11.11.2017 sowie 1917 und hier sind die Bananenfürsten. Steffen und Luis. Vielen Dank an Silke und Kirsten. Warum sagst du herzlichen Glückwunsch bei der Begrüßung? Ja, frag nicht. Ach so. Ja. Es ist viel los. Wir steigen gleich ein. Die Aufbau der Folge ist der bekannte. Zuerst die Hausmeisterthemen zeitlich begrenzt. Auf wie viel? Diesmal nur 30 Sekunden. Weil wir es können. Danach reden wir über die Themen von vor 100 Jahren und zum Schluss kommt die Totholzfabrik. Steigen wir ein mit den Hausmeisterthemen. Ich starte die Eieruhr begrenzt auf 30 Sekunden. Diesmal wieder eine Online-Eieruhr. Ich habe einen Sound eingestellt. Ich weiß nicht, was am Ende kommen wird. Seid gespannt. Ja, ich bin müde, Luis. Ja, und bei mir ist alles gut. Es ist Sonntagvormittag, wir nehmen die Folge vorweg auf. Ja, ich hatte einen langen Abend, das wenig Schlaf. Ja. Und ich habe hier eine Mate, an der ich mich stütze. Ich habe mir gestern Abend die Timbersport-Weltmeisterschaft in Lillehammer angeguckt. Oh, ja. Das war's. Ja, so viel dazu. Dann fangen wir an mit den Themen von vor 100 Jahren. Das große Thema ist natürlich die Oktoberrevolution in Russland. Es wird mal wieder revolutioniert. Nicht mal, ja genau. Und das ist auch, ich würde sagen, die Revolution. Also die Mutter aller Revolutionen. Es gibt ja noch die Französische Revolution, zum Beispiel auch die amerikanische, aber die russische, gerade als Ostdeutscher, man hat es ja noch überall gesehen und alles. Ja, vor allem du. Ja, vor allen Dingen wir mit 3 Jahren. Übrigens, kleine Geschichte am Rande. Als die Mauer fiel, war ich ja 2,5 Jahre alt. Meine Eltern meinten, es haben wirklich Westberliner meinen Eltern Mark zugesteckt, um mir Bananen zu kaufen. Das haben die mir irgendwann mal ganz trocken erzählt. So viel zum Thema Bananen. Deswegen bist du ja auch der Bananenfürst. Ja, so, okay. Wir würden aber noch mal die anderen Themen abhandeln, bevor wir zur Oktoberrevolution kommen. Wir haben in Deutschland einen neuen Nachfolger Bismarcks. Ja, wir haben ja letzte Folge schon darüber gesprochen, dass der Reichskanzler nach 3 Monaten abgedankt hat. Der direkte Nachfolger von Bettmann-Hollweg. Mhm. Und jetzt haben Michaelis war das. Und jetzt haben wir einen neuen. Genau, das ist Georg Graf von Hertling. Der ist 74 Jahre alt und immer wenn ich den Namen höre, denke ich daran, Steffen, alter Wein in neuen Schläuchen. Also erstmal ist er schon ein bisschen älter. Ja, das ist klar. Dann ist er aktuell, oder er war vorher der bayerische Ministerpräsident, also sehr, sehr bekannt. Und er sollte schon direkt statt Michaelis der Nachfolger von dem Vorvergänger Bethmann-Hollweg werden. Aber? Er hatte aus persönlichen Gründen abgelehnt, ist ein namhafter Philosoph und Zentrumspolitiker. Arbeitet als Professor in Bonn in München. Ich finde das ja immer ein bisschen fragwürdig, dass so jemand alt ist, denn so einen wichtigen Posten noch einnimmt. Also mit der ist er 74. Warum er den kriegt, also in unserem Chronibuch steht zu diesen Menschen, deswegen alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Ich zitiere unser Chronibuch und ich finde das herrlich, wie die das hier schreiben. Ausschlaggebend bei seiner Ernennung zum Kanzler ist nicht zuletzt seine mangelnde Energie gepaart mit der Verachtung für jede Form von Parlamentarismus, die den Wünschen der politisch treibenden Kräfte, also vor allem der obersten Heeresleitung, vermutlich keine Hindernisse in den Weg legen wird. Zu General Erich Ludendorff hat er ein so vertrauensvolles Verhältnis, dass er ohnehin jede Entscheidung des Generals gutheißt. Hinzu kommt Hertlings angegriffene Gesundheit, die ihm oft zwingt, politisch entscheidenden Terminen fernzubleiben. Hm. Also, großartig. Also der perfekte Kandidat für die oberste Heeresleitung. Wir haben ihn gefunden. Ja, ja. Super. Warum nominieren die nicht einfach gleich einen Sack Kartoffeln? Ja, oder so eine Ziege. Ich meine, der ist sicherlich kompetent vor 20 Jahren gewesen. Ja. Nicht jetzt, vor 100 Jahren.
Also kompetent vor 120 Jahren. Ja, ich kann dir folgen. Ja. Gut, also der perfekte Kandidat, eine Marionette. Man hätte auch eine Strohpuppe hinstellen können. Genau. Ludendorff hätte sich auch einen falschen Bart ankleben können, selber vors Podium stellen können. Ja, jedenfalls so ist das. Okay, neuer Reichskanzler im Deutschen Reich. Dann, was haben wir noch, Steffen? Wir haben eine Kuriosität gefunden vor 100 Jahren. Ich liebe ja diese Meldungen manchmal, die da in diesem Chronikbuch drinstehen. Und zwar hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass ja die große Isonzo-Schlacht, die 12. stattfand und dass die Österreich-Ungarn und die Deutschen zusammen sehr, sehr viele Gebiete erobert haben. Und jetzt gibt es hier eine Meldung zur Isonzo-Schlacht. Und zwar, dass der österreichische Kaiser Karl I. Nur knapp dem Tod durch Ertrinken entkam. Und zwar musste er gerettet werden von Prinz Felix von Parma. Der heißt Bourbon Parma. Bourbon Parma. Bourbon ist das französische Königshaus. Kannst du mir was zu diesem Parma sagen? Zu diesem Parma ist, wer hätte das gedacht? Er kommt aus Belgien. Ja, ist aber in Österreich-Ungarn sozusagen in der Armee. Also ich stelle mir diese Situation vor, dass der Kaiser Karl I. hört, die 12. Isonzo-Schlacht ist endlich siegreich hier für uns. Und dann fährt er zu der Front, stellt sich hin, das ist also der Isonzo und flipp, ist er drin. Ja, fällt er rein im Isonzo und sonst so. Und sonst so, Isonzo. Und dann muss Der Prinz Felix. Felix von Bourbon Parma. Bourbon Parma. Er ist der Bruder von der Frau. Ne? Von dem Kaiser in Österreich-Ungarn, von Sita. Ha. Was halt ganz interessant ist, also ich muss nochmal zurücknehmen, ob der wirklich aus Belgien kommt. Es ist so ein Weltreisender wie auch der Harry, ja, wie der Harry Graf Kessler. Er hat zwei Brüder und die beiden dienen, und zwar der eine heißt Sixtus und der andere Xaver. Großartige Namen. Ich denke sofort an Hogwarts und Harry Potter, so wie Haus Slytherin. Jedenfalls, die beiden Brüder dienen als belgische Offiziere, also auf der gegnerischen Seite. Und er selber ist als Kriegsfreiwilliger am Anfang des Krieges in die österreich-ungarische Armee eingetreten. Also zu Weihnachten ist da am Familientisch aber Zoff. Ja, die sehen sich wahrscheinlich auch nicht. Also, nee. Ne? Also auch wieder so eine ganz skurrile Geschichte, die auch nur die Geschichte schreibt, dieser Typ. Ja. Ganz schwer einzuordnen. Aber der hat einfach auch mal den Kaiser das Leben gerettet. Ja, also zum Glück für den Kaiser, dass der dann nicht zu den Belgiern gegangen ist, sondern sich der österreich-ungarischen Armee angeschlossen hat. Felix von Bourbon Parma. Dann haben wir hier noch eine andere Meldung. Da muss ich ehrlich zugeben, ich kenne den Hintergrund nicht, aber die Meldung ist einfach so kurios, dass man sie einfach mit vorlesen und aufnehmen muss. Willst du das machen? Ja, und zwar die Mitglieder einer US-amerikanischen Geheimorganisation Knights of Liberty, Ritter der Freiheit, Teeren und Federn, 17 Angehörige der Internationalen Arbeitervereinigung in Oklahoma. Also was war denn da los? Ich hätte gar nicht mehr gedacht, dass es überhaupt noch üblich war, vor 100 Jahren jemanden zu teeren und zu federn. Ja, also es ist für die Beteiligten sicherlich nicht so lustig, wie wir das jetzt gerade klingen lassen. Wir wollen nochmal das betonen, weil das ist heißer Pech, glaube ich, scheiße heiß und da kann man sich ernsthaft verbrennen und wird dann geteert und gefedert. Wenn jemand darüber mehr weiß, bitte ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail, warum in Amerika Arbeiter von Geheimorganisationen geteert und gefedert werden. Wir verstehen es nicht. Gut. Okay, dann kommen wir zu dem entscheidenden Thema der heutigen Folge, und zwar der russischen Oktoberrevolution. Und da werde ich natürlich was zu sagen und wir werden dazu was sagen, aber ich werde meine Stimme nur ich werde aus Harrys Perspektive. Harry Graf Kessler meinst du? Du wirst jetzt dieses riesige Buch wieder vorkramen. Und dann quasi erzählen, wie ein Zeitgenosse die russische Oktoberrevolution erlebt hat. So, bevor wir mit der Totholz-Rubrik beginnen, gehen wir nochmal auf die Ausgangssituation in Russland ein, würde ich sagen. Steffen, was ist denn los in Russland in der Zeit von vor 100 Jahren? Das letzte Mal haben wir ja im Februar darüber gesprochen. Das war ja die große Februarrevolution. Ja. Wobei das ja nach unserem Kalender schon Ende Februar, Anfang März war. Der russische Kalender ist ja mal ein bisschen hinterher.
Und so heißt die jetzige Revolution, obwohl die am, ich glaube, also Anfang November ist, heißt sie Oktoberrevolution. Mhm. Ja, weil das nach dem deren Kalender. 7. 8. November. Ja, mir ist immer so wie 6. 7. und nicht wie 7. 8. November. Mhm. Genau. Und in der Februarrevolution, wir haben jetzt eine bürgerliche Regierung, provisorische Regierung. Vorher war ja der Zar, der wurde gestürzt. Genau. Und die Bolschewiki sind sozusagen noch nicht an der Macht, sondern eher diese bürgerliche Regierung. Und das Interessante ist, ne, das ist auch so geplant von Seiten der Bolschewiki. Die sagen, erst muss die bürgerliche Revolution scheitern, bevor wir zum großen Schritt ausholen können und wollen und werden. Genau. Und ja, jetzt geht es so seit Februar hin und her. Vor allem ist jetzt immer die Frage, was ist jetzt mit diesem Krieg da? Das ist ja noch ein großer, großer Krieg an der Front von Russland. Und der geht weiter. Tatsächlich. Der geht sogar so weiter, dass es noch im Juni zu einer großen Schlacht kommt in Lemberg, die man denkt erst, dass es für die Russen gut ausgehen wird, nur dann verlieren sie auf einmal 400.000 Mann in den Schlachten. Und das ist dann auch tatsächlich ein Grund dafür, dass im Juni ungefähr sehr viele probieren zu putschen. Sehr viele Matrosen sich aufregen und zu den Bolschewiki gehen und sagen, jetzt wollen wir doch aber putschen, gibt uns Anweisungen, wie wir das machen sollen. Und Lenin ist noch nicht bereit dazu. Der ist da so gerade in St. Petersburg und sagt eigentlich nur einen Satz kurz auf dem Balkon und geht wieder rein. Und das wird relativ schnell niedergeschlagen. Und der gerade an der Macht ist in Russland zu der Zeit, jetzt fehlt mir gerade der Name Kerensky. Genau, Kerensky war das, ja. Der macht total unschlaue Sachen gerade vor 100 Jahren, noch vor der Revolution. Der führt zum Beispiel die Todesstrafe wieder ein. Die wurde in der Februar-Revolution abgeschafft. Und jetzt führt er sie wieder rein und ist auch für den Krieg und hält Reden an der Front und wird auch bejubelt, allerdings nur von Offizieren, die einfachen Frontsoldaten, die haben diese ganzen Reden satt und die wollen gar nicht mehr kämpfen, die desertieren zu Tausenden. Und die Bolschewiki sagen, mit uns gibt's Frieden, wir wollen den Frieden, wir wollen Frieden, wir wollen diesen Krieg nicht. Und dieser Kerensky, der macht eine unkluge Sache nach der anderen, politisch gesehen, und so kommt es dann, dass die Bolschewiki tatsächlich die Oberhand mal bekommen und putschen können. Ja. Und das war jetzt sozusagen die Oktoberrevolution. In a nutshell. In a nutshell, genau, da habe ich auch gedacht, in einer Nussschale, ganz kurz und knapp. Die Revolution selber sah so aus, dass halt so revolutionäre Verbände, Rote Brigaden, haben den Winterpalast, den Sitz der Regierung, der provisorischen Regierung halt gestürmt und die verhaftet. Dabei sind relativ gar keiner ist dabei gestorben, was für russische Verhältnisse und auch für Revolution doch sehr ungewöhnlich ist. Ja, wobei man sich da glaube ich auch nicht sicher ist, ob das nicht nur ein Mythos ist. Naja, den wichtigen Leuten ist nicht so viel passiert. Natürlich war in Petrograd totales Chaos, also die Matrosen und so, die haben sich da besoffen und auch an den normalen Leuten vergangen, wie es immer ist. Die einfachen Leute sind immer die, die leiden müssen. Und ja, und das ist das, was passiert ist in dieser Oktoberrevolution. Und ich möchte jetzt gleich nochmal wieder das erzählen, was Harry Graf Kessler erlebt hat. Und ich finde es auch so ganz spannend, wie er das wahrgenommen hat. Also so anders, als man jetzt, finde ich, naiverweise denken würde. Und fange ich erstmal an, ne, mit Harry Graf Kessler. Und zwar, wir haben jetzt wieder dieses 2-Wochen-Intervall zur letzten Folge. Und er war Moment. Du willst jetzt von Harry Graf Kessler reden, ohne deine Einstiegsbezeichnung und Glorifizierung von ihm? Harry Graf Kessler, der 1000 Sasser, ja. Sagen wir so, einer der hellsten Kerzen auf der Torte. Einer der wahrhaftigen Bananenfürsten. Ja, ungefähr so. So, okay. Ja. Jedenfalls, Harry Graf Kessler war im Unterschied zu sonst mal nicht unterwegs in der Weltgeschichte, sondern er war immer in Berlin. Tatsächlich, in einer sehr langweiligen Stadt Berlin. Genau. Sonst ist er doch immer bei sehr spannenden Orten. Naja, es ist ja immer in Berlin. Und es geht los am 2. November, habe ich mir markiert. Er beschreibt das Härtlings, hatten wir ja gerade den neuen Reichskanzler mit den alten Weinen und neuen Schlauchen. Er sagt, Zitat, Härtling, Reichskanzler,
allenthalben ohne Begeisterung aufgenommen. Das war's. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich würde sagen, er hat die Situation so eingeschätzt, wie wir heute auch. Genau, und danach geht er los. Er hat sich in den zwei Wochen sehr viel mit Rilke getroffen. Rilke ist der Schriftsteller, derjenige Rilke. Und zwar, das ist Erik Maria Rilke, meine ich. Gucken wir nochmal. Luis hat noch kurz vor der Aufnahme gesagt. Rainer Maria Rilke. Ich habe sogar vor denen im Buch im Schrank, habe ich aber nicht gelesen. Es ist mir zu intellektuell. Und er meinte noch vor mir, Steffen, das den muss man kennen. Das ist einer der 100 wichtigsten deutschen Schriftsteller. Genau. Er gilt als bedeutender Dichter der literarischen Moderne. Ja. Der Rilke. Und mit denen hat er sich getroffen. Und die unterhalten sich. Die haben sehr, sehr, sehr viele tiefe Gespräche. Und zwar über die Frage, wohin gehöre ich? Und zwar, Rilke hat keine Antwort auf diese Frage. Er selber habe gelitten bei der Ausbildung zum Soldaten. Und er sagt aber auch, dass diese Erfahrung des Krieges doch Leute verändert. Und er weiß, er kann einfach die Erlebnisse in diesem Krieg nicht einordnen. Ich würde das jetzt verkürzen. Und auch Rilke hat Harry Krakessler gefragt, er fragte mich, Zitat, ob ich im Kriege etwas tief, ebenso tief wie in meinem früheren Leben erlebt habe. Und dann sagt Harry Graf Kessler, er hätte da draußen menschlich einiges erlebt, das mich tiefer bewegt habe als irgendetwas früher. Man könne den Krieg als Ganzes verdammen, für unsinnig und tierisch erklären, in seinen Details, in einzelnen Momenten berge er seelische Schönheiten und Offenbarungen. Ja. Und der Rilke beschreibt seinen Konflikt. Er wäre ja gläubiger Christ und dieser Krieg ist für ihn der greifbar erscheinende Teufel und er kann das gar nicht mit seinem Glauben vereinbaren. Ist ja auch logisch. Ja, also das ist sehr, sehr interessant, wie die beiden miteinander reden und halt einfach nicht versuchen, in ihr intellektuelles Bezugssystem diesen Krieg einzuordnen. Ja, aber das haben wir schon öfter mal gehört, doch bei den Veteranen von Last Post, das ist ja das Buch, was ich gerade lese, dass viele ihren Glauben verloren haben, als sie im Weltkrieg drin waren, ihn aber später wieder erlangt haben, tatsächlich wieder zurückkehrten. Was ich ja toll finde, die beiden sitzen bei warmem Kaffee in Berlin, ne, und glorifizieren das Ganze auch so ein bisschen. Also er ist ja in der Schweiz mit guten Geldmitteln ausgestattet, der Graf Kessler, und sagt halt auch, in den einzelnen Momenten berge er seelische Schönheiten und Offenbarungen. Also das ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die über diesen Krieg so denken. Mir persönlich fällt es schwer, das nachzuvollziehen, aber ich lasse denen natürlich ihre Meinung. Ne? Wir waren ja nicht dabei. Ja, wobei der Harry Graf Kessler, er war zwar auch Soldat, ne? Aber so richtig an der Front gekämpft hat er nicht, ne? Meine ich. Er war ja auch nur kurze Zeit, glaube ich, Soldat und wurde dann versetzt, womit er auch ein Problem hatte, dass andere ihn als Feigling einstufen könnten. Ne? Genau. Siehst du, ich habe aufgepasst, Luis. Ja, das ist richtig, sehr gut. Ich finde das übrigens spannend, solche Tagebucheinträge zu lesen und 100 Jahre später sitzen zwei Dödel mit einem Headset und nehmen über dieses Gespräch etwas auf. Ja, ne? Also über das Gespräch, was vor 100 Jahren geführt wurde. Ja. Dann wird nochmal gesagt, dass Frankreich sich im Krieg im Wesentlichen nur am Laufen hält durch das Vertrauen auf Amerika, dass Amerika schnell in den Krieg eintritt. Dann, das war jetzt der 2. November und am 5., der ist am 3. November immer noch in Berlin, und dann am Montag, den 5. November, ist ein sogenannter Wieland-Herzfeld bei ihm. Wieland-Herzfeld. Wer kennt ihn nicht? Das ist wieder einer der 100 bedeutendsten Schriftsteller, die ich nicht kenne. Nein, aber er ist ein Publizist, Autor und Verleger. Sein Verlag war auf Avantgarde-Kunst sowie kommunistische Literatur spezialisiert. Der ist 88 in Ost-Berlin gestorben. Schon alt geworden. Ja. Also der ist ja dann anscheinend richtig alt geworden. Ja, genau. Und ja, da hat er sicherlich auch eine gute Zeit jetzt erwischt, einen kommunistischen
Verlag zu gründen. Ja, also war ein linker Intellektueller. Hm. Der hat ein sehr interessantes Leben gehabt. Der ist auch später nach Amerika ausgewandert und alles, der Wieland Herzfeld. Und was interessant ist, es wird immer beschrieben in seinem Wikipedia-Eintrag, wie pleite er war sein ganzes Leben. Hm. Und jetzt kommt die Beschreibung von Harry Graf Kessler über Wieland Herzfeld. Mhm. Erstmal finde ich interessant, er hat 4 Tage Urlaub aus Flandern. Nur 4 Tage, ist nicht viel. Der muss ja irgendwie mit der damaligen Verkehrsgekrempel da irgendwie aus Flandern nach Berlin fahren. Moment, also wer hat jetzt 4 Tage Urlaub? Wieland Herzfeld. Okay. Gute Frage, ja. Wieland Herzfeld, genau. Also nur 4 Tage Urlaub. Ich meine, du bist ja mitten im Krieg und hast du 4 Tage frei, eierst nach Berlin, ne, und eierst wieder zurück. Wahnsinn. Also wahrscheinlich hast du effektiv 2 Tage. 2 Tage, ja. Aber auch nur, wenn du einen guten Zug hast. Ich weiß ja nicht, wie gut die Züge da mitten im Krieg waren. Die waren schon schnell, aber... Also ich glaube schon, dass sie darauf aufgepasst haben, dass die Zugverbindungen da gut funktionieren. Genau. Also Harry Karl Kessler beschreibt Wieland Herzfeld, gereifter Eindruck, männlicher und ruhiger als früher. Und da hat er ihn gefragt, sag mal, wie ist denn das Soldatenleben eigentlich? Und da meint der Wieland, die Einsamkeit sei ihm am furchtbarsten. Dass keiner um ihn herum für irgendetwas Verständnis oder Interesse habe, das ihn bewege, und dann das nie allein sein. Seine schönsten Augenblicke seien, wenn Trommelfeuer sei und die anderen in die Unterstände kröchen, dann bleibe er allein und fühle sich auf Augenblicke frei. Also ich kann das alles überhaupt nicht verstehen. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Er sagt, die Einsamkeit sei total schlimm, aber es wäre auch irgendwie schön, wenn er da draußen alleine im Granatenhagel vor sich hin leidet und der Rest im Unterstand ist. Hm. Naja, also wenn du da im Unterstand bist mit sehr vielen anderen Menschen, die alle Angst haben und auch zum Teil schon abgestumpft sind, vielleicht brauchst du dann einfach mal, also vielleicht brauchen manche Personen, wie er zum Beispiel, die brauchen einfach ihre Ruhe vor dieser Panik, die da in diesem kleinen Raum ist, in diesem kleinen Unterstand. Aber kannst du dich da so reinversetzen, dass die da in den Momenten die Schönheit erkennen? Also ich überhaupt nicht. Nee, kann ich nicht. Also ich bin nicht wirklich fähig, da irgendwas mit Krieg oder Waffenerfahrung zu beschreiben. Aber nee, kann ich nicht. Okay. Dann sagt er noch, weil Wieland Herzfeld war immer pleite. Und der hat jetzt sozusagen später dann lauter Verlage gegründet, oder wie? Genau, und der Harry Graf Kessler meint über Wieland Herzfeld, in Geldsachen wäre er naiv, nackt und paradiesisch. Und das ist ganz interessant, weil er hat wirklich, das steht auch in den, wenn man dann liest, wie später sein Leben vergangen ist. Also hier ist sein Eindruck, der Eindruck von Harry Graf Kessler ziemlich gut auf Wieland Herzfeld. Also steckt sich irgendwie. Ich finde ja auch die Bezeichnungen von Harry Graf Kessler mal sehr, sehr lustig. Nackt und paradiesisch. Guck mal, das wäre doch ein schöner Sendungstitel. Naiv, nackt und paradiesisch. Ja. Oder? Sendungstitel? Sehr gut. Subtitle lieber Nahenfürsten. Ja, gut. Genau, was ja auch Harry Graf Kessler mal, ich glaube, in seiner ersten Einträge geschrieben hat, beziehungsweise einer der ersten Einträge, die wir gelesen haben. Er hat doch mal irgendjemanden beschrieben mit Er agiert mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt oder so. Das war General Bartenwerfer, glaube ich. Achso, der. Tja, finde ich großartig. Also großartige Personenbeschreibungen, die er mal gibt. Das habe ich auch gestern als Trinkspruch gesagt. Und zwar, wir haben irgendwie angestoßen auf diese Timbersport-Weltmeisterschaft, Lillehammer, haben wir im Fernsehen geguckt. Und dann habe ich angestoßen mit dem Spruch darauf, dass wir immer mit beschränkten Mitteln geschickt agieren. Naja, gut, okay. Ja. Was für eine Weltmeisterschaft ist das eigentlich? Timbersport mit so Kettensägen und so. Holz. Aha. Ja, frag nicht. Ordentlicher Männersport. Ja. Mehr Power. Geht aber auch ganz gut bei Frauen, weil ne, Männer mit so Kettensägen, egal. Also die haben ihre Fans. Aha. Ja. Ich hoffe, Luis, dass du jetzt nicht. Nee, ich gehöre da nicht dazu. Nein. Also nein. Ohne Arme, man kann auch weiter podcasten, Luis. Es wird nur schwieriger. Ja, das ist schon richtig. Mit deutlich beschränkteren Mitteln musst du noch geschickter arbeiten. Noch geschickter agieren. So, dann hat er 2 Tage später hier bei Spring ein weiteres Treffen mit Rainer Maria Rilke, wo sie sehr wieder philosophieren und intellektuell sind über die Bedeutung des Krieges. Das lassen wir jetzt mal raus. Er hat wieder gefrühstückt und diesmal mit einem Eberhard von Bodenhausen. Deutscher Jurist, Kunsthistoriker, Unternehmer und Manager. Mhm. Ja, genau. War ein Mäzen seiner Zeit. Wie damals war Mäzen so Beruf, ich will den auch haben.
Ja, und die frühstücken und reden über alle Themen. Was interessant sind, die sagen direkt, Hertling werde sich nicht halten können. Also die sind auch nicht so, also der ist auch nicht so begeistert von Hertling. Und warum wohl? Zitat: Die Frage sei nur, ob er den Rekord von Michaelis in der Kürze seiner Kanzlerschaft schlage. 3 Monate. Mhm. Ja. Mal schauen. Ja, vielleicht kriegt er vorher ja einen Herzinfarkt. So, und dann später ist er im Generalstab bei General Brose. Den habe ich nicht gefunden. Und er bekommt den Bericht, Frühbericht, dass in Italien bisher 250.000 Gefangene und über 2.300 Geschütze genommen sind. Und da können wir sagen, die Zahlen stimmen. Tatsächlich. Ja. Und abends, Nachricht, neue maximalistische Revolution in Petersburg ausgebrochen und die Oberhand gewonnen. Lenin hat die Gewalt in Russland an sich gerissen mit dem Programm des sofortigen Friedensschlusses. So, also jetzt haben wir sozusagen den Eintrag, der dazu führt, dass die Oktoberrevolution ausgebrochen ist in Russland. Und wir erkennen, es sind nur 2 Sätze. Mehr ist das nicht, ne? Es gibt einmal einen Satz abends Nachricht, dass eine neue maximalistische Revolution in Petersburg ausgebrochen ist. Großartig maximalistisch. Und einen Tag später schreibt er, Lenin hat die Gewalt in Russland an sich gerissen mit dem Programm des sofortigen Friedensschlusses. Und man sieht halt daran, also hättest du da, wie wäre deine Erwartungshaltung gewesen? Ich hätte jetzt gedacht, dass er da deutlich mehr drüber schreibt. Hm. Aber man muss auch dazu sagen, von wann ist der Tagebucheintrag? Ja, also der hier ist, der eine ist sozusagen vom 8., das passt, weil am 7. war die Revolution mit. Und der andere ist vom 9., da hat er die Einträge ja. vom 8. verarbeiten Aber können. Aber das ist halt, also wir müssen ja berücksichtigen, dass das eine Zeit ist von vor 100 Jahren und da sicherlich gibt es Telegramme und alles, aber die Situation gerade in Petersburg oder Petrograd, wie es gerade heißt, vor 100 Jahren, später noch Leningrad, ist ja die, dass es da großes Chaos gibt und auch zahlreiche Zeitungen geschlossen werden und auch blockiert werden. Hm. Auch während der Revolution wurden auch einige Druckereien zerstört. Also so schnell kommt da, glaube ich, die Info dann auch nicht zu ihm durch. Dass er jetzt wirklich sagen könnte und einschätzen könnte, was da jetzt passiert. Ja, also liebe Zeitreisende, die Zeitgenossen damals, die konnten das gar nicht einordnen, weil das war ja was völlig Neues. Es gab ja noch nie eine kommunistische Revolution in irgendeiner Form. Mhm. Und viele sind davon ausgegangen, dass sie sich eh nur wenige Tage halten können, weil Russland war ja seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr gefühltes Chaos. Und man sieht nur 1-2 Einträge erstmal dafür. Er hat sich viel mehr mit den Kriegseintritt von Amerika beschäftigt oder auch mit dem Sieg in Isonzo. Und er hat auch mehrmals erwähnt, dass Italien gerade dabei ist, in den Krieg einzutreten. Das ist gerade für ihn wichtiger. Er hat halt nur erwähnt, bei der Revolution, was aus deutscher Sicht entscheidend ist, dass die neue Regierung den Frieden möchte. Mhm. Und hier möchte ich noch den Auszug lesen. Und zwar am 9. November gab es eine Friedensdeklaration der neu gebildeten russischen Regierung unter Lenin. Und die ist halt relativ wichtig für den weiteren Verlauf des Ersten Weltkrieges, deswegen möchte ich die hier noch vorlesen. Die Regierung ist der Ansicht, dass ein gerechter, demokratischer Friede, der von der Mehrheit der Arbeiterklassen aller kriegsführenden Länder erstrebt wird, die durch den Krieg erschöpft und ruiniert sind, ein sofortiger Friede ohne Annexionen, das heißt ohne widerrechtlichen Aneignung fremden Gebietes und eine Eroberung fremder Nationalitäten und ein Friede ohne Kontribution sein muss. Unter Annexion versteht die Regierung nach dem Rechtsbewusstsein der Demokratie im Allgemeinen und der Arbeiterklasse im Besonderen eine Annexion und einer kleinen, schwachen Nationalität an einen großen, mächtigen Staat ohne Zustimmung dieser Nationalität. Die Regierung schlägt den Regierungen aller kriegsführenden Länder vor, zugleich einen Waffenstillstand zu schließen. Die wollen Frieden, das haben sie auch gesagt. Das war sozusagen deren Slogan. Na? Damit haben die Werbung für sich gemacht, die kommen da auch nicht raus. Die müssen Frieden schließen um jeden Preis, ansonsten laufen ihnen ihre Leute weg. Ja, also irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Ja. Das war auch ein Grund für die Bolschewiki, die ja den Putsch sozusagen gefördert haben, nicht früher einzugreifen, weil sie wollten nicht aufgenommen werden oder nicht angesehen werden als eine weitere Regierung, die sich an die Spitze stellt, sondern die wollten wirklich die wollten ein neues Zeitalter beginnen. Die hätten am liebsten, glaube ich, auch den Kalender umbenannt.
Ich habe jetzt dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich erstmal auch nicht. Bei Fragen bitte an info@100.de. Und wir haben noch einen weiteren Beitrag vorbereitet, nicht wahr, Steffen? Genau, wir haben vor einiger Zeit mit Radio Rando eine Produktion aufgenommen. Da haben wir, um das jetzt noch richtig zu stellen, wir haben die Audios sozusagen geliefert und Radio Rando hat eine komplette Folge daraus zusammengebastelt mit allen Stimmeffekten, mit aller Musik und so weiter. Und das möchten wir jetzt an dieser Stelle noch hinten ranhängen. Könnt ihr euch gerne anhören. Falls nicht, also das ist sozusagen, danach kommt auch nichts mehr zu den heutigen Themen, dann bricht doch einfach ab. Also wir fanden es sehr gut und denken wir, das könnte einige interessieren, deswegen hängen wir es ran. Gerne. Und Radio Rando ist ein großartiger Podcast. Genau, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal. Hört Radio Rando. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zeitreisende. Im Kern. Ein Blutabdruck. Ein Krieger. Die Tochter des Tigers. Der Name des Windes. Der Untergang von Kulturen. Krähen im Garten. Die Werkzeuge des Krieges. Steine im Schädel. Der Ausbruch einer Verseuchung. Merkwürdiges Wetter. Über der Waldgrenze. Die wunderschönen Dinge. Déjà-vu, Belagerung, die Station der Barbaren. Das Wetter, 100 Jahre in der Vergangenheit waren es 18,6 Grad. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vor 100. An meiner Seite sitzt Luis. Hallo Luis. Hallo Steffen. Ja, und nochmal herzlich willkommen. Heute freuen wir uns besonders, zu euch, ihr lieben Zeitreisenden da draußen, sprechen zu dürfen. Nochmal, in jeder Folge erklären wir, was wir eigentlich tun. Wir sind der Vor 100 Podcast. Das bedeutet, wir sind tagesaktuell nur 100 Jahre zurück. Ja, und wir haben immer das Wetter, Werbung, Zeitungsberichte von vor 100 Jahren. Diesmal haben wir uns ein paar Texte aus Zeitungen rausgesucht. Die 100 Jahre alt sind, ganz wichtig. Die 100 richtig. Jahre alt sind, die heute vor 100 Jahren in den Zeitungen standen. Ja, und 100 Jahre, ich meine, wer weiß es nicht, da war der Erste Weltkrieg, zwar genau. 1917. Wir befinden uns mittlerweile seit 1914 im Großen Weltkrieg. Richtig, in dem Jahr 1917, das Jahr 1917 ist durch drei große Ereignisse gekennzeichnet. Nummer eins ist der uneingeschränkte U-Boot-Krieg vom Deutschen Reich. Das, die wichtige Nachricht ist dabei, bedeutet den Kriegseintritt der USA. Und die Nummer zwei ist die russische Revolution im Februar. Richtig, das heißt, der Zar wurde gestürzt, zurzeit ist eine provisorische bürgerliche Regierung an der Macht, Demokratie in Russland. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Nummer drei ist die Seeblockade von Deutschland. Deutschland ist blockiert, schon seit Jahren, durch die britische Navy. Ja. Und das führt zum Mangel im Deutschen Reich. Es gab einen Steckrübenwinter, mehrere hunderttausend Deutsche sind verhungert. Alles im Deutschen Reich, das ist wichtig für die Texte, die wir gleich vorlesen werden, ist nur mit Wertmarken zu bekommen. Das heißt, wenn ein Laden Steckrüben hat, und man hat Geld für Steckrüben, reicht es nicht, um diese Steckrüben zu bekommen, sondern man braucht auch noch ein kleines buntes Zettelchen, wo draufsteht, eine Steckrübe. Lebensmittelmarken, Brotmarken, all sowas gab es damals und das musste man haben. Die wurden zugeteilt, dass man halt nur seine Ration, die einen zusteht, käuflich erwärmen kann. Gut, ich würde sagen, das war jetzt genügend Vorgeplänkel für alle Zeitreisenden, die sonst nicht den Vor-100-Podcast hören. Ihr seid jetzt up to date. Okay, jetzt fangen wir an mit unseren Texten, die wir aus den Zeitungen von vor 100 Jahren für euch zusammengestellt haben. Ja, und da habe ich ja einen Text gefunden von Tempelhofer Feld. Überschrift Graf Heinz von Kolsche, die Bekanntschaft auf dem Tempelhofer Feld. Ein kurzer Glückstraum, dem ein jähes bitteres Ende folgte, ist einem jungen, allzu vertrauensseligen Mädchen beschieden gewesen. Das Mädchen ging eines Tages mit seiner Freundin auf dem Tempelhofer Feld spazieren. Vergnügt trällerte es eben den bekannten Gassenhauer. Die Männer sind alle Verbrecher. Vor sich hin, als sie ein junger Mann mit den Worten unterbrach. Aber doch nicht alle.
Mit einer artigen Verbeugung stellte sich der junge Mann als Graf Heinz von Kolsche, Schlossherr auf Karstein bei Leipzig-Gohlis vor und unterhielt die Freundinnen auf das Beste. Man sah sich später wieder und jetzt pass auf, der junge Graf machte dem jungen Mädchen einen Heiratsantrag und der wurde auch gern angenommen von ihr. Ja, er versprach ihr auch eine Villa im Grunewald und ein Reitpferd, um die künftige Schlossherrin für alle Zeiten und alle Zufälle gleich sicherzustellen. Machte er bald sein Testament und setzte sie zu seiner Universalerbin ein. Und jetzt halte ich fest, das Haupttestament, so hieß es in dem Schriftstück, liege im Schreibtisch im rechten Schubfach, einem Geheimfach, und in einer oberflächlichen Vermögensaufstellung im Notizbuch befand sich auch der nette Posten eines Reichsbankguthabens von 7 Millionen Mark. Das bitte auf heutige Währung mal 100 nehmen. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig viel. 7 Millionen Mark. Trotzdem kam der Graf hin und wieder in kleine Geldverlegenheiten und die glückliche Braut half aber gern mit allem aus, was sie hatte und bereitete alles zur Hochzeit vor. Na klar. Ihr Glück fand jedoch schnell ein Ende. Der vornehme Bräutigam wurde nämlich bei einem Einbruchsdiebstahl ertappt und verhaftet. Und jetzt fragt man sich, wie? Einbruchsdiebstahl? Jetzt geht die Meldung weiter, der Hintergrund. Er hatte sich bei einer Frau in der Langwitzer Straße eingemietet, sich als Fliegeroberleutnant Sturm vorgestellt und erzählt, dass er aus dem Felde nach Berlin zu einem Ausbildungslehrgang befohlen sei. Er tat sehr abgespannt und ermüdet und bat die Wirtin, für ihn einige dringende Gänge zu besorgen, vor allem im Zimmer 42 des Rathauses seine Lebensmittelkarten abzuholen. Man könnte meinen, er sei Mathematiker. Sie als Wirtin, ja, wird jetzt von ihm beauftragt, doch bitte mal im Rathaus nach seinen Lebensmittelkarten zu suchen. Okay. Der Frau stiegen aber auf dem Wege dorthin Bedenken auf. Na, da stimmt doch was nicht. Ja, und ein Schutzmann, so hießen damals die Polizisten, auf der Straße, ein Schutzmann, dem sie sich anvertraute, ging mit ihr nach der Wohnung zurück und traf den Fliegeroberleutnant bei voller Arbeit. Er hatte gerade den Schreibtisch erbrochen und alle Wertsachen daraus zusammengepackt. Die Kriminalpolizei erkannte in dem Dieb den 18 Jahre alten Buchbinder Hans Raumann, der eben erst eine Strafe wegen Taschendiebstahls verbüßt hatte. Ach du Scheiße, und was macht jetzt die holde Braut? Ja, die enttäuschte Braut war nur schwer zu überzeugen, dass sie einem raffinierten Schwindler zum Opfer gefallen sei. Getrieben von der Schmach legte sie am Abend ihr bereits fertig gearbeitetes Brautkleid an, erklamm den Kirchturm der Garnisonskirche am Kaiser-Friedrich-Platz und stürzte sich zu Tode. Okay, also sie konnte mit der Schande dann nicht leben. Nein. Das ist auch, stell dir vor, du hattest wirklich dein Glück im Leben griffbereit. Ja? Du denkst, du hast die Traumperson an deiner Seite gefunden. 7 Millionen Reichsmark. Du hast ausgesorgt. Ein Pferd. Genau, hast sogar noch der Person Geld geliehen. Hast einen davon erzählt. Was ein Gesichtsverlust. Ja. Ja, scheiße. Sie stürzte sich in den Tod. Also der Typ... Also der verdient es, morgens schlechten Tee zu trinken. Ja, ja. Nicht nur das. Ja, du hast auch noch eine Meldung, Luis. Und zwar, meine Meldung ist die Verurteilung eines Berliner Brotkartenfälschers in Augsburg. Wegen Fälschung von Brotmarken wurde, wie uns aus Augsburg telegrafiert wurde, der 85 Jahre alte Maschinenbesetzer Mark Winkler aus Berlin zu 7 Wochen Gefängnis verurteilt. Denn er hat heimlich Brot- und Fettmarken angefertigt und für diese Lebensmittel gehamstert, die er nach Berlin sandte. Man fand auch verschiedene Einbruchswerkzeuge. Ja, harte Strafe damals. Es ging den Leuten wirklich nicht gut. Und wenn dann noch einer kommt und sagt, er hat hier Lebensmittelkarten gefälscht, um anderen sozusagen die zugewiesenen Rationierung wegzunehmen. Ich denke, man hat mit 7 Wochen noch Glück gehabt. Ich meine, er ist 65 Jahre alt. Das ist ja eigentlich Verrat als eigene Volk. Die haben damit wurde nicht gespart. Nee. Du hast ja sozusagen kriegswichtige Rohstoffe veruntreut. Das ist ja alles eigentlich Verrat. Und 7 Wochen ist noch großzügig. Ich denke mal, liegt auch am Alter. 85 Jahre.
Wahnsinn. 85, ja. Du sagtest, glaube ich, gerade 65 von. Auf 85, ja. Der ist 85 gewesen. Ich habe noch eine Meldung, die geht zum Thema Waldbrände. Es ist die Denkschrift eines Verbandsdirektors. Und zwar die Volksversammlung des Verbandes Groß-Berlin ist zu ihrer nächsten Sitzung, die sich schon gemeldet am Montag, den 25. Juni stattfindet, die bekam eine Vorlage des Verbandsdirektors Dr. Steininger, der einen bemerkenswerten Bericht über die zahlreichen Brände in den Groß-Berliner Verbandswaldungen meldete. Nach dieser Vorlage sind allein in den Monaten April und Mai 17 innerhalb des Dauerwaldes 19 Waldbrände entstanden, wozu noch 8 Fälle kommen, in denen das Feuer in der Entstehung erstickt werden konnte und nennenswerter Schaden ist dabei aber nicht entstanden, weil das Feuer konnte erstickt werden. Ja, wir haben eine beschädigte Fläche von 300 Morgen und einen Schaden von 45.000 Mark. Und das ist ordentlich. Ja, und der Schaden ist entstanden durch leichtsinniges Umgehen mit Zigarren, Zigaretten und Streichhölzern. Ja, Wahnsinn. Also Waldbrände vor 100 Jahren wüteten in Berlin und Umland. Kommen wir noch zu einer anderen Meldung gegen die Waldbrände, wie ein leichter Witz aussehen. Dann Kindesmord im Hotel. In der Nacht zu gestern wurde unter seltsamen Umständen ein Kindesmord verübt. In einem Gasthof in der Möckernstraße kehrten gestern Nacht 1 Uhr zwei junge Leute ein, die sich als Ehepaar Just aus Jessen eintrugen. Gestern kamen sie nicht zum Vorschein und ließen auch nichts von sich hören. Niemand merkte, dass der Mann oder Frau das Zimmer verlassen hatte. Als nachmittags das Zimmermädchen klopfte, um aufzuräumen, antwortete die Frau, sie sei gleich fertig. Das Mädchen wartete und nach nicht allzu langer Zeit verließ dann auch die Frau das Zimmer. Nach ihrem Fortgehen wurde im Ofen inmitten von verbranntem Papier die angebrannte Leiche eines neugeborenen Knabens gefunden. Den Mann hat niemand weggehen sehen. Die Eltern sind verschwunden und konnten bisher nicht festgestellt werden. Gruselig. Ja, vor allem, dass niemand den Mann aus dem Zimmer hat rausgehen sehen. Ja, und jetzt noch ein Gewitter dazu. Das ist eine schauerhafte Meldung. Meine Meldung geht in eine ähnliche Richtung. Bayerische Infanteristen verschwunden. In diesen fast 3 Jahren seit Beginn des heroischen Kampfes um den Ruhm und die Ehre unserer Heimat haben wir Journalisten zahlreiche Ereignisse dokumentiert, deren Wahrhaftigkeit mehr als fraglich erschien. Sehr selten ist jedoch vorgekommen, dass wir über Geschehnisse berichten mussten, die wie im Fall des vorhandenen Zwischenfalls nicht nur die Glaubwürdigkeit der Kriegsberichterstattung, sondern unseren gesunden Menschenverstand in Frage stellen. Genannter Zwischenfall soll sich am 1. August in der Nähe von Volly ereignet haben. Seit Wochen hatte die feindliche Artillerie ihr Wirkungsschießen fortgesetzt, welches in zusammengefassten, oft krampfartigen Feuerüberfällen die einzelnen Strecken und Punkte unseres Grabennetzes, soweit sie ihrer Erdbeobachtung zugänglich waren, zusammentrommelte und allmählich unsere Gräben in Trichterstellung verwandelte. Der durch das Wetter metertief aufgeweichte Boden ließ eine Wiederherstellung der zerschossenen Grabenteile nicht zu. Wo die Unterstände nachgegeben hatten, stand die Besatzung schutzlos in Frost und Feuer. Die ganze Linie stand im Wirbelsturm ausspritzender Erdfontänen, blitzender Rauchwolken und krachend zerstehender Eisenmassen. Es ist insofern verständlich, dass die Nerven unserer tapferen Kämpfer zutiefst erschüttert waren, was die fabulöse Natur ihrer Berichte zum Teil erklärt. Entgegen jeder Erwartung war am frühen Samstagmorgen im Gewitter aus Schlamm und Feuer und Stahl eine kurze Pause eingetreten. Es war, sagen die Soldaten, ein außergewöhnlich stiller Morgen. Auf dem Schlachtfeld lag dichter Nebel.
Die Artillerie hatte das Dauerfeuer eingestellt und man konnte zum ersten Mal vereinzelte Vogelgezwitscher vernehmen. Mit kühner Entschlossenheit beriet das Generalkommando, den Nebel als Verschleierung für einen Überraschungsangriff zu nutzen. Wie ein exakt funktionierender Mechanismus gingen unsere Truppen, Bajonette aufgepflanzt, Gewehre fest in der Hand, rapide in Stellung. Es soll auf der einen Seite des Schlachtfeldes einen kleinen Schichtenwald gegeben haben, der auf wundersame Weise vom Dauerfeuer der Artillerie verschont wurde. Angebrannt und kahl ragen die Bäume über dem Schlachtfeld den Berichten zufolge wie müde, kohlenfarbene Riesen. Diesen Wald nennen die Einheimischen anscheinend Bois de Saupire. Wald der Würste. Um den Feind über die Absichten unserer Truppen unklar zu lassen, wurde beschlossen, dass eine Einheit bayerischer Infanteristen als erste durch den Wald marschieren würde, um einen seitlichen Vorstoß vorzutäuschen. Als das Signal zum Angriff gegeben wurde, sprangen die etwa 100 bayerischen Infanteristen als erste aus dem Grab. Kommilitonen berichteten sie noch gesehen zu haben, als sie sich den riesigen Schatten der Fichten näherten. Kurz bevor sie den Wald erreichten, soll ein lautes Getöse zu hören gewesen sein. Es ist allerdings nicht klar, ob es sich um Artilleriebeschuss handelte oder etwas anderes. Als die Soldaten wieder zum Wald schauten, waren die Infanteristen nicht mehr zu sehen. Am Abend wurde protokollgemäß der Bestand aller Einheiten geprüft. Von den etwa 100 Bayern wurden 37 vermisst. Sie waren nicht im Grab und auch nicht unter denjenigen, die ihr Leben für die Heimat geopfert hatten. Sie waren, wie ein Offizier der 117. Division zu Protokoll gab, einfach weg. Lässt einem zu denken. Auch heute verschwinden ja immer noch Personen. Wie wagt es wohl gewesen sein damals, als einem der ganze Schlamm, Metall und wer weiß noch, was um die Ohren flog? Na, ich habe hier auch noch eine mysteriöse Meldung, heute vor 100 Jahren. Brand in der Veneta-Straße. Ein verheerender Brand hat letzte Nacht einige Gebäude in der Berliner Innenstadt zerstört. Laut polizeilichen Angaben handelt es sich bei den Gebäuden, welche sich in der Veneta-Straße befinden, um ein Lagerhaus und ein Wohnhaus im privaten Besitz. Die Flammen konnten nach Augenzeugen bis hin zum Prenzlauer Berg gesichtet werden. Nur durch die unermüdliche Arbeit unserer tapferen freiwilligen Feuerwehr mit ihren Handdruckspritzgeräten sowie dem entschlossenen Einsatz der Motorspritzen der Militärfeuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes vermieden werden. Bei dem Eintreffen der Feuerwehrmänner stand bereits ein Großteil der 750 Meter langen und 250 Meter breiten Lagerhalle sowie das naheliegende Wohnhaus in Flammen. Das Feuer konnte erst nach 4 Stunden mit Hilfe von Motorpumpen zum Stehen gebracht werden. Als die tapferen Feuerwehrmänner die Halle betraten, waren sie äußerst überrascht, keine nennenswerte Einrichtung vorzufinden. Die Halle sei nach Angaben eines der mutigen Männer gegenüber dem Schreibenden so leer wie die Speisekammer unseres deutschen Heeres seit der Seeblockade. Die Reichspolizei rätselt derzeit darüber, was in der Halle lichterloh gebrannt habe. Der einzige Gegenstand, der von der Polizei gesichtet wurde, ist ein kleiner schwarzer Kegel aus glänzendem Stein. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich beide Gebäude bzw. was davon übrig bleibt, im Besitz eines ausländischen Mäzens und Kunstsammlers namens Uli Ferk befinden. Neben der Lagerhalle, die Einwohner der Veneta-Straße auf Anfrage des Schreibenden als eine Art Museum bezeichneten, ist im Brand auch die vermeintliche Wohnung genannten Mäzen zerstört worden. Dieser konnte nach Angaben der Reichspolizei nicht ausfindig gemacht werden. Es besteht die Vermutung, dass der Unglückliche sich zur Zeit des Brandes in seiner Wohnung befand.
Claudio Gedli. Der Typ, der mehr oder minder immer weiß, was in Rando passiert. Wir wollten uns sehr, sehr herzlich bei Steffen und Luis vom Vor 100 Jahren Podcast bedanken. Eine sehr tolle Idee für einen Podcast. Hört einfach rein. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Ein großes Dankeschön geht wie immer auch an Flimmer, der unsere Musik gemacht hat, und auch an die Band Mutter aus Berlin. Eine großartige Band, die seit, glaube ich, ja, inzwischen sind es fast 30 Jahren, absolut fantastische Musik, fantastisch und irgendwie schwer definierbare Musik macht. Mehr Musik von Mutter findet ihr unter www.mutter.bandcamp.com. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich ran. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info@vor100.de eine Mail schreiben, aber 030 814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, PayPal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.